Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, ich weiß, ich sehe wieder richtig kacke aus, aber oh, war das eine Nacht, ne? Ich habe wirklich ungelogen überhaupt nicht geschlafen, wirklich gar nicht, gar nicht. Erstmal haben die Hunde wirklich oder ein Pascha die ganze Nacht gebellt. Ich weiß nicht, nicht so durchgängig, aber immer mal wieder. Ich habe keine Ahnung, was da draußen los war. Außerdem konnte ich nicht einschlafen. Ne? Ich denke mal, das lag an der Cola. Das vermute ich mal ganz hart, weil ich war wirklich müde und ich konnte nicht schlafen. Ich habe auch keine Gedankenkarussells gehabt, aber das war schon wirklich sehr eigen. Ich denke, das liegt an der Cola. Ich habe eine ganze Dose Cola getrunken. Und außerdem hat der Hund gebellt. Ich habe durchgemacht, ne? Die ganze Nacht. Und jetzt habe ich natürlich Kopfschmerzen. Und auch nicht wenig, also einseitig, das heißt, mir ist auch übel. Aber da müssen wir jetzt durch, ne? Es ist 10 nach 4, 5 nach 4. Gebet habe ich gemacht und jetzt muss ich essen. Ich war null Hunger, ne? Wirklich absolut null. Durst habe ich ein bisschen, aber Hunger wirklich gar nicht. Vor allem esse ich was. Leckern, ja. Aber das werde ich wieder in mir reinzwingen und ja, versuchen, meinen Magen voll zu bekommen, viel zu trinken. Und heute ist Sonntag. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei meinem Video. Ich weiß nicht, was ich heute unternehme. Wahrscheinlich nichts. Ich werde das mal vermuten, dass ich irgendwann so müde sein werde, dass ich gar nicht so viel machen kann. Weil, wie gesagt, ich habe durchgemacht, ne? Also ich habe gar nicht geschlafen. Wenn, dann vielleicht noch mal so zum Schluss die letzte halbe Stunde. Aber ansonsten durch. Also der Hund, ne? Also ich sag's, ich weiß nicht, was heute los war. Der hat wirklich gebellt. Wirklich richtig laut teilweise auch, aber nicht lange zum Glück, ne? Es gibt ja Phasen, da bellt er richtig lange. Alhamdulillah, das hat er nicht gemacht. Aber irgendwas war da draußen, waren es Hunde, ich habe keine Ahnung. Weil sonst hat keiner gebellt, ne? Nur Pascha. Na gut. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Es wird schon, inshallah. Und jetzt muss ich essen, weil sonst werde ich wieder knapp mit der Zeit. Und das möchte ich nicht. Bis nachher. Meine zweite Tasse Kaffee. Wasser werde ich auch noch mal voll machen. Ich habe überhaupt gar keinen Hunger, ne? Ich habe mein eines Brot so schwer gegessen eben. Ich habe keine Ahnung, was heute mit mir los ist. Ich habe echt überhaupt null Hunger. Kaffee geht gut. Wasser ging auch ganz gut, aber Essen ist heute ein Problem. Mal ein Taschentuch holen. Dieses Ding vergesse ich immer, ne? Dass das hier hängt. Geh mal da hinten hin. So, das ist jetzt inzwischen schon 5:10. Jetzt werde ich meinen Kaffee trinken und dann noch einmal wieder beten. Und dann weiter Koran lesen. Du guck mal, die haben das abgekriegt. Ich habe keine Ahnung, wie die das gemacht haben, ne? Allah, Allah, ich bin gerade geschockt und weiß wirklich nicht, wie das passiert ist. Da muss ich gleich mal gucken. Wie haben die das denn abgekriegt? Das ist doch total unmöglich. Oh, das ist sehr eigenartig. Hä? Da konnten die gar nicht rankommen. Das ist total unmöglich. Vielleicht hat der Wind das rüber geweht. Hä? Wirklich eigenartig. Der Hund hat ja auch richtig doll gebellt, ne, heute Nacht. Ich weiß nicht. Wie kann das passiert sein? Alles andere scheint intakt, aber da. Hä? Komisch. Kann mir nur erklären, dass der Wind das vielleicht abgerissen hat, das rübergeweht. Aber das ist so schwer. Also, ich weiß nicht. Total unmöglich, dass sie das. Ich verstehe das nicht, ne? Verstehe ich wirklich nicht. Mama. Hä? Wie haben die das gemacht? I don't know. Tja. Muss ich gucken.
Das muss ich nochmal anders festmachen. Weil wie das kann das passiert sein? Ich weiß nicht. Sehr eigenartig. Naja, gut. Sei es drum. Das ist ja auch nicht so wirklich gut hier. Aber das brauche ich ja eigentlich auch alles nicht, weil ich habe ja das andere. Na gut. Ich fütter jetzt mal die Hennen. Und dann... Ja, ich glaube noch. Wird sicher auch der Gärtner gleich kommen, denke ich mal. So sieht das immer aus. Ne? Ich muss hier immer Schadensbegrenzung machen, wenn die Hunde, wenn ich hier morgens rauskomme. Ich will mal immer gucken, ob alles in Ordnung ist. Also alles andere haben die. Ist gut, das hängt noch da überall. Oh, ich bin geschockt, ne? Hier ist alles noch da. Selbst das hängt noch, wo man sagen könnte, okay. Da könnten die vielleicht rangegangen sein, ne? Aber hey, sehr eigenartig. Hat vielleicht der Wind gemacht, ne? Hier waren sie auch wieder dran, seht ihr. Ich sag ja, ne? Morgens passieren immer Dinge. Ja, heute ist ein bisschen bewölkter. Aber ich mache mal hin, bevor der Gärtner kommt, dass ich mal hier so ein bisschen fertig werde. Ich habe jetzt soweit so gut alles fertig. Die waren mir an den Granien dran. Da war eben eine Blüte. Habt ihr die jetzt noch mal schnell aufgegessen? Ne? Nee, liegt hier. Die wollte ich noch mal nehmen. Oh nee, ne? Den ganzen Blumen kaputt gemacht. Hier, das nehme ich auch. Stelle ich immer wieder in Wasser. Genau, ich habe jetzt hier mal so ein bisschen Hand angelegt wieder. In der Hoffnung, dass das jetzt hält, ne? Ich weiß nicht, warum das abgegangen ist. Ich kann es euch nicht sagen. Da gibt es auch eigentlich gar keinen Grund für, warum das abgegangen ist. Weil ich hatte das, der Knoten war noch intakt. Es war der Knoten nicht auf, es war nichts kaputt gerissen von dem schwarzen Zeug. Es ist mir unerklärbar, wie das abgegangen ist. Aber gut. Es ist, wie es ist. Kacke habe ich noch nicht eingesammelt, wie ihr seht. Das mache ich jetzt gleich. Ich wollte das erstmal. Die Hennen habe ich gefüttert, die Katzen habe ich gefüttert. Ich habe allen Wasser gegeben und jetzt die Hunde natürlich auch versorgt. Jetzt habe ich das wieder dran gemacht. Wie ihr seht, ich habe da jetzt... Also sag mal. Da jetzt eine Lücke natürlich entstanden ist. Ich weiß nicht, ich habe das irgendwie weit, ein bisschen zu weit nach da gezogen. Habe ich da jetzt das blaue Zeug dran gemacht. Die haben hier schon volle Arbeit geleistet. Ne? Haben alles kaputt gemacht. Naja, und hier habe ich jetzt auch weiterhin das Ding dran gemacht. Sieht zwar jetzt mega hässlich wieder aus, weil ich ja das schwarze Zeug nicht habe. Ich habe echt keinen Bock mehr, das da rauszurupfen. Ne? Wenn ich mal irgendwann an dem Laden vorbeigehe, dann hole ich nochmal neu. Bis dahin kann man jetzt, können die Hunde nicht gucken, weil die haben hier die Möglichkeit gehabt zu gucken. Also, wenn wir jetzt mal wieder Hund sind und wenn sie hier sind, hätten sie da noch zum Weg gucken können. Und auch hier konnten sie zum Weg gucken. Und ich habe Pascha die ganze Nacht beobachtet. Er saß hier und hat geguckt. Das heißt, von da kann man gut den Weg anschauen. Wie gesagt, ich kann immer wieder erklären, ich mache das, damit die Hunde die Menschen nicht sehen und sich eben nicht an die Leute gewöhnen, die hier rumlaufen, sondern sie sollen scharf bleiben und nicht... Ja, die Menschen als normal betrachten, das würden sie tun. Wir halten die Hunde nicht, um Haustiere zu halten, sondern sie sollen Wachhunde sein und Hütehunde und nicht. Deswegen müssen wir ihnen, das sagen uns alle Experten, sie von den Menschen fernhalten, die sie angucken können. So, außerdem möchte ich auch nicht beobachtet werden, wenn ich hier liege, ne, und hier langlaufe, was man nämlich richtig gut macht. Wenn man hier immer, klar, man kann mich immer noch sehen. Aber nicht so richtig. Ne? Also wenn ich jetzt hier sitzen würde, würde man mich nicht sehen. Wie gesagt, das sieht kacke aus. Ich hole das schwarze Zeug noch einmal, wenn ich bei dem Laden bin. Und zwar würde ich es dann erneuern von da hinten bis dahin. Das sind nochmal 6, 7 Meter nochmal. Oder ich brauche eigentlich nur 3 Meter, weil es ja doppelt gelegt ist. Also 3 Meter reicht auf jeden Fall, würde ich sagen. Genau, und dann habe ich da auch soweit alles fertig. Und bis dahin habe ich das blaue Zeug reingemacht. Das ist jetzt nur vorübergehend einmal. Aber wie gesagt, die Pflanzen wachsen es ja auch zu. Also mal gucken, wenn das gut hält, das blaue Zeug, was nicht anzunehmen ist, dann lasse ich es. Weil das kann nicht mehr lange dauern. Ne? Die grünen Zweige sind schon ordentlich am
ausschlagen. Klar, das Wetter ist jetzt relativ warm und insofern, die Katzen kommen immer näher zu mir. Ne? Also egal, wo ich hingehe, die verfolgen mich. Richtig süß. Die graue vor allem, die schwarze auch. Egal, wo ich hingehe, ob ich zu den Hennen gehe oder hier. Ich habe hier eben auch gearbeitet, dann waren sie bei mir. Also die scheinen sich schon langsam an mich zu gewöhnen. Aber ich will ja auch nicht, dass sie handzahm werden. Die sollen ja auch Wildkatzen bleiben und nicht keine Kuscheltiere. Das möchte ich gar nicht. Zumal ich die ja sowieso auch nicht anfasse. Aber es ist schon sehr verführerisch. Ja. Ja, ich habe den Hennen, ich gebe den ja morgens und abends auch immer Gras, also Löwenzahn und Gras und Blumen und so zum Fressen. Das sieht man da so ein bisschen durch. Ja, genau. Also, liebe Leute, so sieht's aus. Gärtner ist noch nicht da, bin gespannt, wann der denn kommt. Die Sonne ist schon ordentlich am Scheinen. Da wollte ich noch ein bisschen mehr von hinten was reinstopfen, dass man da auch nicht mehr durchgucken kann. Kann man nämlich noch. Das ist mir nicht aufgefallen. Das mache ich dann irgendwann. Ist jetzt nicht so schlimm. Genau, so haben wir jetzt alles soweit so gut. Und dann warte ich darauf, wie der Tag weitergeht. Ist meine Müdigkeit total weg. Eben als ich Koran gelesen habe und so, da dachte ich mir, jetzt bin ich aber echt müde. Aber ja, ich habe es gut geschafft. Ich bin um 20 nach 7 raus. Da war es natürlich schon mega hell. Ja. Genau, in die Kacke muss ich einsammeln. Macht der Gärtner eigentlich, aber jetzt muss er ja nicht machen, der da arme, das mache ich jetzt mal eben. Es sind einige Stunden später, es ist schon 2 Uhr. Inzwischen war unser Gartenmensch da, der hat alles sauber gemacht und dann kam irgendwie ein anderer Mensch. Der hat dann da über den Zaun geguckt und dann haben die sich irgendwie unterhalten, auch über Hühner. Ich konnte es nicht so genau verstehen. Ich habe oben zugehört, mal gucken. Ich wollte nämlich wissen, ob die endlich die Hühner holen, weil der hatte so einen Transporter. Und da dachte ich, die gehen jetzt vielleicht, aber es scheint doch wieder Baustelle gewesen zu sein. Naja, jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. Neue Hühner sind, glaube ich, noch nicht da. Ich dachte mir, es ist jetzt 2 Uhr. Wir gehen einfach mal zu Migros. Ich habe heute vor, mir einen Nudelsalat, einen Nudelauflauf zu machen. Das Problem ist aber, wenn ich jetzt zu Migros gehe, dann wird das alles wieder mega spät, ne? Weil dann gehen wir auch nochmal zum Strand und wir gehen auch mal ein bisschen spazieren und so. Und dann kann ich das alles wieder nicht schaffen. Deswegen dachte ich mir, ich möchte nämlich gerne beim gucken, ob es bei Migros eine Vanilleschote oder Vanilleextrakt oder habe ich da irgendwas gesehen beim Brot oder so gibt, damit ich mehr Wumms in meinen Vanillepudding bekomme. Aber das schaffe ich alles nicht. Das ist schon wieder viel zu spät, ne? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 Stunden noch. Wenn ich jetzt runtergehe an, dann um 2:30, sag mal 3, dann bummeln 4, bis ich 5 hier bin, ist 5, dann muss ich beten, dann ist 5:30, dann muss ich mit den Hunden spielen, deshalb schaffe ich nicht, ne? Das geht, rupsibups ist der Tag wieder rum. Deswegen dachte ich mir, wir gehen vielleicht einfach nur sag mal hier, zu Beam. Aber ich habe ja da schon geguckt, ich habe nichts gefunden mit Vanille und so. Ja, das ist echt doof. Ich möchte so einen richtigen Vanillegeschmack haben. Ne? Aber vielleicht erreicht das ja mit dem Vanillezucker. I don't know. Aber ich möchte heute einen Nudelauflauf machen. Das bedeutet, dass ich als allererstes, seit wir hier wohnen, ne, seit fast 4 Jahren, ja, diesen Backofen ausprobiere. Den habe ich noch nie ausprobiert und ich bin wirklich gespannt, ob der funktioniert. Ich hatte den ja schon mal angestellt und der funktionierte, also er ging. Wenn er nicht gehen sollte, was ja dann auch nicht so schlimm ist, dann hätte ich Nudeln, könnte ich kochen und so. Ich hätte aber auch jetzt Hunger, den Nudelauflauf mit irgendeiner Wursteinlage. Also die Deutschen machen ja Schinkenbrei, das geht ja bei uns natürlich nicht. Ich würde dann wieder Fleischwurst oder so mit reinmachen und Nudeln vorkochen und so ein bisschen vielleicht so eine Art Bechamelsoße mit dazu bereiten. Also ich mache mal so Freischnitt. Und dafür brauche ich aber auf jeden Fall so eine Fleischwurst, da hätte ich nämlich richtig Hunger drauf und so eine Einlage mit, nicht nur Nudeln. Die würde ich holen. Ich würde Mehl holen wollen. Ich habe zwar Maisstärke,
brauche ich für die, ja, ich habe auch das andere, aber Mehl wäre auch nicht leer. Also wenn der Backofen gut funktioniert, dann könnten wir uns auch mal lecker Brot machen. Also wir könnten uns Hefe kaufen und dann könnten wir uns so ein, ja, na, so ein Brot wieder backen, was ich mir früher mal gemacht habe. Aber ich esse meine Burgerbrote eigentlich recht gerne morgens und es ist jetzt Ramadan, das lohnt sich nicht, glaube ich. Aber Nudeln, Käse brauche ich auf jeden Fall, das ist der Hauptgrund, weil sonst muss ich gar nicht los. Ich brauche Käse für den Nudelauflauf. Ich habe gar keinen, also ich habe noch so ein bisschen, aber das reicht nicht. Und ja, ich würde sagen, wir gehen einmal los und reden nicht viel rum. Ich überlege, was ich noch in den Nudelauflauf mache. Keine Ahnung, ich glaube mehr passt da jetzt nicht rein, aber keine Ahnung. Also ich wünschte, ich hätte irgendwie so Vanilleschote oder Vanilleextrakt oder so. Ich weiß nicht, ich pudel mal die Nase immer dabei, das pellt immer ab. Ich habe keine Ahnung, warum. Ja, klar, ich habe einen Sonnenbrand bekommen, aber ich finde das eklig. Ne? Aber das war ja vorher schon. Naja, Wetter ist bedeckt, wie ihr seht. Also es ist wirklich bedeckt. Ich glaube, ich sollte meinen Teppich mal reinholen, der da draußen hängt. Wenn es nämlich regnet, wird er wieder nass. Das wollen wir ja eigentlich nicht, ne? Ich habe aber keinen. Doch, ich muss sowieso hoch. Ich muss nämlich meine Handtasche holen. Ja, genau. Das sind so die Pläne, die ich gerade schmiede. Und ja, keine Ahnung. Ich will die auch sauber machen, also wenn ich nicht runtergehe, was durchaus sein kann, dass ich mir das noch überlege, wenn ich gleich den Weg runter zu Beam mache. Ich könnte auch einfach mal einen Spaziergang machen und den anderen Berg runtergehen. Also einfach nur mal runter und von da dann wieder hoch. Dann hätten wir einen Spaziergang gemacht, das dauert nicht so lange. Und da ist ja dieser andere Laden, da ist glaube ich Migros Jet einmal und da ist auch noch so ein anderer Lebensmittelladen. Wollen wir das mal machen? Das ist aber auch, also alles, was ich mache, würde lange dauern. Das ist, wie gesagt, 10 nach 2, bis ich den Berg runter bin, ist 3:15. Geguckt, 4:15, bis ich hier bin, ist wieder 4:30. Dann beten, dann ist 5. Wird alles wieder sehr knapp, ne? Aber könnte man zur Not noch machen, aber zum großen Migros, aber der hat das, ne? Der Kleine da unten, die haben das alle nicht. Ich glaube nicht, dass die irgendwas haben, was mir nach meinem Geschmack da passen würde. Was machen wir denn nun? Also eigentlich wäre es schlau, gar nicht runterzugehen heute, wirklich, weil es sind alles viel zu viel Zeit weg. Da hätte ich früher gehen müssen. Jetzt ziehen wir uns erstmal an und dann überlegen wir uns das noch. Ui, meine, das juckt. Na, ich habe mich schon wieder hier unten an den Fesseln kaputt gekratzt, ehrlich. Und der blaue Fleck, der sieht auch noch nicht besser aus. Aber ich kann euch das nicht immer zeigen. Darf das nicht zeigen. So, aber das Wetter kann ich euch einmal zeigen. Uiuiui. Ui, ui. Hunde schlafen. Ui. Genau. Ja. Bis jetzt hält das alles, was ich da heute Morgen angebracht habe. Na gut, den ziehen wir uns mal an und dann gucken wir. Mich entschlossen, den Berg runterzugehen, aber diesen anderen Berg. Da sind noch mal so ein paar alternative Geschäfte oder 1, 2, glaube ich. Und außerdem ist da Migros Jet. Mal gucken, wird er finden, was ich suche. Ja. Wenn es zu spät wird, esse ich eben keinen Nudelauflauf. Muss ich mir was anderes ausdenken. Ja, wie gesagt, ich gehe jetzt einmal runter. Habe ich auch alles ausgemacht? Das ist immer die Frage. Ne? Ich habe ja echt geguckt, ne? Ich glaube schon. Jetzt schon fast unten. Und einfach diesen Berg runter. Den kennt ihr ja schon. Katzenfutter. Es ist relativ kühl. Also man hätte echt eine dickere Jacke anziehen müssen, Leute. Also es ist noch nicht warm. Es ist immer noch nicht hier. Ah, sogar kalte Hände. Jo, so ist das, ne?
natürlich nicht. Es nieselt. Scheiße. Das riecht noch. Eigentlich habe ich meinen Teppich reingeholt. Ich habe auch den einen Pullover, den ich noch hängen hatte von den Hunden. Meinen Hundepullover habe ich auch reingeholt. Der ist auch trocken. Also kann mir das eigentlich Wurst sein. Es ist kein Regen angesagt heute, aber bewölkt, dichte Bewölkung. Es regnet, es regnet. Weil Alanya, wenn es regnet, du, ich sag's ja. Schule, die hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Ne? Genau, ich gehe hier jetzt runter. Statt hier, wie ich sonst runtergehen würde, wenn ich zum Basar gehe. Ja, bitte nicht mehr regnen jetzt. Ich glaube, es ist nur hier, ne? Da hinten ist ja eigentlich nicht so wolkig. Es riecht jetzt wie in Deutschland, so nass und nasser Straßenstaub. Genauso riecht das jetzt. So feucht wie im Sommer, wenn es regnet. Ne? So nach Straße und nass und staubig. Tanja, Alanya. Mann. Zwei Wochen noch, alle sind durch mit Wahlen. Ich bin gespannt. Alle wahrscheinlich. Ja, ja. Guck mal, so sieht es dann aus, wenn Türken ihre Sachen draußen lagern. Ganz wie bei uns in Türm. Die habe ich ja gezeigt, da tun die dann alle ihre Lebensmittel hin. Was man nicht so in der Küche haben will, aber keine Ahnung, man das machen sollte. I don't know. Gym. Ein Gym. Mir war nie aufgefallen, dass da ein Gym ist. So. Das sieht aber richtig dunkel aus, ne? Wenn das runterkommt. Na. Aber hier ist hell. Hier sind ja nur mehrere Einkaufsläden. Irgendjemand wird ja wohl irgendwas Vanilliges haben, oder? Hoffentlich. Ja, Blumenerde müsste ich auch kaufen.
Aber wer schleppt die hoch? Ich glaube aber, wir haben oben auch beim Beamen. Aber selbst der kleine Bär muss ja nicht sein, um Erde zu schleppen. Ich bin über die Alte aus meinem Garten und wundere mich dann, dass nichts funktioniert. Soll ich mal dahin zuerst? Da war ich noch nie drin. Doch, waren wir schon, oder? Da gehen wir mal hin. Ich glaube, da waren wir auch schon drin. So, alles, was ich jetzt kaufe, muss ich da den Berg leider wieder hoch. Deswegen. Will alles gut überlegt sein. Ich glaube, da hinten ist auch ein Beam. Wenn ich mich nicht ganz irre. Aber die haben es ja nicht. Also ich glaube, hier war ich noch nicht, oder? Gehen wir mal rein. So, wir wollen in dieser Abteilung einmal rein. Dr. Edgar Vanillepudding könnte ich auch probieren. Die haben den auch. Vanillepudding. Deswegen. Der darf einmal mit. War Dr. Pudding. Mensch, die haben aber viel an Pudding hier. Fürs Dokle. Oha. Den brauche ich mir ja keinen selber kochen mehr, wenn ich so viel habe. Aber ich gucke trotzdem, ob die das Aroma auch haben. Oh, so viele tolle Sachen. Der sieht aber lecker aus, ne? Aber ich mag nicht so gerne Pfistück und so ein Kram. Erdbeeren mag ich auch nicht. Das Einzige, was ich mag, ist Vanillepudding. Mousse, nee. Cheesecake, ja. Yep. Hm. Wenn man keinen Quark hat, ne, bleibt einem nicht viel übrig. Creme au lait. Creme Chant. Ein Stück 28,50. Naja, gut. Joghurtella. Creme Chante mit Erdbeer. Für die Kuchen. Glasur. Gel. Kiwi Gel. Also sowas ähnliches wie Wackelpudding, oder? Genau. Wackelpudding, aber der ist auch ganz schön teuer, fast 1 Euro. Oh, ich mag aber kein Kiwi, ne? Das mag ich auch nicht. Ich würde gern Waldmeister haben, wenn schon. Haben die aber nicht. Die haben keinen Waldmeister, kennen die wohl nicht. So, die haben auch jetzt hier keine Dings. Was ist das? Soda, oder? Soda, ja. Carbonat ist alles zum Backen, ne? Aber ich möchte eigentlich möchte ich nur guck mal, ist das Karamell? Oh, ich liebe Karamell. Aber erstmal ist das Ding richtig schwer. Und zweitens kostet das 72 Taler. Aber ich liebe Karamell. Soll ich eine mitnehmen? Ich glaube, ich nehme eine mit. Oder werden wir aber jetzt richtig fett, ne? Hm. In Deutschland gibt es ja auch Karamellpudding, den mag ich tatsächlich nicht so gerne. Gute Meier, die haben nur Trockenhefe, Zucker, Vanille, also Vanillezucker. Nur
Vanille-Extrakt oder so. Papatia, frisches, sag mal, das ist gar nicht teuer hier. Kamille, aber ich hasse Kamille. Ich hasse Kamille. Kuschchaie, Wintertee. Ist die nicht alles haben? Ich lache nur, ja, Bra ist auch sehr gesund für Erkältung und so, aber ich weiß nicht mehr, was das auf Deutsch heißt. Kenne ich auch alle. Ketchup Bueno Uno, Badem Uno, Dingsmehl. Ja, Mandelöl. Jaila, Keki, Skekik am Thymian. Ataya Bracha ist auch gesund, aber ich weiß nicht mehr, was das auf Deutsch heißt. Tomate ist getrocknet. Und ich will eigentlich noch mehr extra. Mal gucken. Ich weiß auch gar nicht, ob ich noch Nudeln habe, Leute. Ich glaube, ich habe gar keine Nudeln mehr. Die müsste ich dann auch noch mal wieder nach oben schleppen, ne? Mehl wollte ich eigentlich auch mitnehmen, aber das muss jetzt nicht sein. Wenn es Vanilleextrakt gäbe, würde es das ja hier geben. Nicht wahr? Ich habe mir gedacht, bei den Gewürzen vielleicht. Auf jeden Fall gibt es hier so Wurstsachen. Sehr teuer. Ne? Das sollte ich vielleicht lieber bei ihm oder so holen. Ich gucke nochmal bei Migros Jet und dann komme ich nochmal her. Wenn es nicht anders geht. Also dieses Karamell-Dings, ne, das verlockt gerade sehr. Honig. Mal gucken, wie die Preise vom Honig sind. Gleich, wenn nicht noch teurer. Ja, aber kein Vanille-Extrakt. Komisch. Joksa. Ich gehe noch mal in den anderen Laden. Gucken wir mal, ob wir das da haben. Migros. Das ist gar nicht Migros Jet. Das ist ein normaler Migros ohne ein M vor. Also Karamell-Dings kostet 72, also ungefähr 2,40 oder so. Gucken wir hier nochmal.